Also man sieht es ja auch auf den sozialen Medien. Tickets sind online. Man darf sie jetzt besorgen, kaufen und zum Stadion kommen. Das ist auf jeden Fall was Besonderes, ja, weil wir spielen ja sonst auf dem Kunstrasenplatz und da können halt auch nicht so viele Leute zuschauen. Jetzt in so einem Stadion ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, wie man da auch einläuft. Ist völlig anders als wie auf einem normalen Kunstrasen, wie man es kennt. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, dass die Vorfreude auch größer ist. Also montags ist ja oft ein Regenerationstraining, aber ich muss ehrlich sagen, diesen Montag waren wir irgendwie auch bei der Regeneration schon fokussiert auf Sonntag und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man konzentriert auf das Spiel zugeht und auch die Trainingseinheiten, die davor sind, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit annimmt, trotzdem den Spaß nicht vergisst. Also wir haben montags und mittwochs immer Training am Bruchweg und am Stadion haben wir noch nicht gespielt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf und ja, da ist auch eine gewisse Aufregung, eine positive Aufregung da, auf jeden Fall. Also die Mädels aus Nordhessen darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Die sind auch bekannt für ihren Kampfgeist und das müssen wir auf jeden Fall auch an den Tag legen und auch noch eine Schippe drauf am besten. Ja. Ich hoffe, dass ein paar mehr Zuschauer kommen. Genau, aber bei jedem Einzelnen sind wir froh, ob es dann jetzt mehr oder weniger sind. Es ist trotzdem für uns eine Ehre, da auf dem Platz zu spielen mit dem Mainz 05-Trikot. Das ist, wie du schon sagst, Geschichte. Und es kann eigentlich nicht besser kommen.